Hier in der Verpackungsstation kommen die frischen Früchte in den Containern an. Die Container werden, so wie sie sind, in ein Wasserbecken gelassen. Die Ananas treiben an die Oberfläche und werden mit Hilfe einer leichten Strömung zum ersten Arbeitsschritt befördert. Gleichzeitig werden sie gewaschen und gekühlt. Über ein Förderband gelangen sie zur Sortierung. Nur einwandfreie, der richtigen Größe entsprechende Ananas gelangen in die Verpackungshalle. Die aussortierten Ananas werden zum Beispiel an örtliche Safthersteller geliefert. Die Ananas wird mit Wachs versiegelt. Dies ist zum Schutz gegen Wasserverlust auf dem Transport und gegen Krankheiten notwendig. In der Halle angekommen, werden die Ananas je nach Größe in verschiedene Kartons verpackt. Die jeweilige Größe wird am Karton markiert. Ist der Karton voll, wird an der Ananas das Gütesiegel angebracht. Das Dohl-Etikett. Weiter geht es auf dem Laufband zur Palettenstation. Da am Tag bis zu 10.000 Kartons benötigt werden, stellt man diese natürlich direkt vor Ort her. Ergänzt mit Holzpaletten und Eckleisten hat man alle Verpackungsteile zusammen, welche für den Weitertransport nötig sind. Die Eckleisten kommen aus einer Recyclinganlage. Nach Größen sortiert kommen die Ananas auf Paletten. Die Paletten erhalten hier auch ihren EAN-Strichcode. Damit kann die Ananas nach Ankunft in Europa bis zur Plantage zurückverfolgt werden. Ist eine Palette fertiggestellt, kommt sie sofort in das angrenzende Kühlhaus. Die ideale Lagertemperatur liegt bei 7,5 Grad Celsius. Im Kühlhaus der Plantage kann der Inhalt von 10 Kühlcontainern zwischengelagert werden. Die Einhaltung der konstanten Temperatur von 7,5 Grad verhindert das Weiterreifen der Früchte.